Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed. Oh, jetzt sind wir hier wieder. Ah, der hat nicht gespeichert, als wir den Turm hochgeklettert sind. Na wunderbar. Gut, machen wir nochmals, kein Problem. Ich hatte versucht, hier dieses leichte Kantenflimmern zu eliminieren. Das Spiel lässt mich nach wie vor in den Menüs das nicht einstellen. Ich habe versucht, das über den Treiber zu erzwingen, aber irgendwie will das nicht so richtig. Ich weiß nicht. Ich habe dem angeblich achtfache Supersampling aufgezwungen, aber davon sehe ich nichts. Aber gut, es hat sich keiner beschwert, also ist es wieder mal nur etwas, nur ein Korn, den ich im Auge habe und den sonst niemand sieht. Wie soll man auch, ist er in meinem Auge. Und wir wissen, so ein Korn in einem Auge kann ziemlich klein sein. Und ich sehe den nur, weil er in meinem Auge drin ist, wenn ihr versteht, was ich meine. So, komm, geh mal da hoch. Und wir können auch synchronisieren, wenn wir hier stehen. Wir müssen nicht unbedingt auf der Planke stehen. Prinzipiell müssen wir nicht einmal von der Planke runterspringen. Wir können auch einfach rückwärts runterklettern. Das ist gar kein Problem. Was ist passiert? Er hat doch sogar die Sprunganimation gemacht. Normalerweise, wenn er diese Sprunganimation macht, dann kann gar nichts schief gehen. Wisst ihr? Jetzt muss ich das noch... Also Leute, Mann! Also normalerweise, wenn diese Sprunganimation läuft, dann kann gar nichts mehr schief gehen. Dann landet er immer darin. Wenn er aber normal springt und nicht so einen Kopfsprung macht, dann kann es schon mal passieren, dass man daneben springt. Wenn er einfach das machen würde. So, einfach ein normaler Sprung. Dann springt man höchstwahrscheinlich daneben. Aber so, was war das denn? Naja, schön. Okay. Das hatte ich tatsächlich noch nicht. Man hört ja dieses Adlerkreischen und man hat gesehen, dass er einen Kopfsprung gemacht hat. Ich meine, er hat doch einen Kopfsprung gemacht, oder? Ich bild mir das doch jetzt nicht ein. Okay, wir werden mal lieb sein zu dem Spiel und wieder synchronisieren, wenn wir hier oben sind. So, wir synchronisieren hier und wollen jetzt nicht über Körner in Augen sprechen und mal gucken, ob das jetzt nur ein kleiner Schluck auf war. Und hoffen, dass es nicht öfter passiert. Beim letzten Mal hat es ja auch nicht, ist ja auch nicht passiert. Okay. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht, wenn das jetzt dauerhaft passiert. Dann ist nämlich die Physik-Engine irgendwie zerrappelt. Und ich weiß ja nicht, ob das mit diesem Supersampling zu tun hat, dass ich dem aufgezwungen habe. Weil prinzipiell sieht man nichts daran. Aber wir werden mal auf Nummer sicher gehen. Ich nehme das aus dem Treiber raus. Wir starten das Spiel neu und probieren das nochmal, weil das kommt mir ein bisschen seltsam vor. So, dann mal auf ein neues. Ja, wir sehen den Turm, wir sehen die Welt, wir sehen die Adler kreisen. Und wir werden jetzt mal... Hoppala. Wir werden jetzt mal versuchen hier... Hallo! Okay, ich habe jetzt das Spiel neu gestartet und vor dem Start nochmal aus dem Treiber alles wieder zurückgestellt, wiederhergestellt. Es funktioniert ja irgendwie sowieso nicht. NVIDIA Experience erkennt das Spiel gar nicht. Ich muss richtig über den Oldschool-Treiber gehen. Von daher, keine Ahnung. Wir hoffen einfach mal, dass aus irgendeinem Grund die erzwungene Kantenglättung, die ja nicht mal funktioniert hat, irgendwie die Physik des Spiels kaputt gemacht hat. Und dass das jetzt... etwas ist, was in Zukunft nicht mehr passieren wird. Denn die Animation war definitiv richtig. Da stimmte irgendwas nicht. Ich meine, dass die Körper so weghüpfen, ist uns ja schon im Tutorial passiert. Mehrere Male. Aber das hier wäre schlecht. Was ich so seltsam daran finde, ist... Beim ersten Mal hat es ja geklappt. Wir können jetzt alle nochmal zu der letzten Episode zurückspulen, zu Episode 3. Da hat das alles wunderbar funktioniert. War gar kein Problem, ne? Warum eiert das jetzt so rum? Das sind immer so die Sachen, kann mir keiner erzählen, dass jetzt irgendetwas anderes ist als beim letzten Mal. Als ich vor der Woche aufgenommen habe oder was auch immer, wann auch immer das war. Das ist ja nur Quatsch, das ist ja albern. Alles ist genau so, wie es vorher war. Okay, aber jedenfalls wir hoffen mal, dass es auch nur mit diesem Aussichtspunkt zusammenhängt, ne? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass alles, was hier passiert ist, nur ein gigantischer Ausrutscher ist. Und dass diese Dinge hier nie wieder passieren werden.
So, deshalb werde ich jetzt einfach gleich mal das demonstrieren, wovon ich ja geredet habe. Nämlich, dass wir auch einfach wieder rückwärts runterklettern können. Das kann man machen. Und das werden wir hier auch machen, weil ich bin jetzt irgendwie schon 5-mal in den Tod gesprungen. Und alter Ihr ist nicht in den Tod gesprungen. So, hoch da, alter Ihr. So, und jetzt drücken wir Kreis zum Fallen lassen. Und dann können wir einfach den gleichen Weg... Umgebung erkunden. Missionsziele und Verstecke in diesem Gebiet werden nun auf Karte und GPS angezeigt. Okay, das wollte ich eigentlich nicht machen. Wenn Sie einen Aussichtspunkt erreicht haben, können Sie mit einem Todessprung zurück nach unten gelangen. Ja, ja, nee, nee. So, ich wollte eigentlich runterklettern und normalerweise in den neueren Assassin's Creed kann man mit der Fallenlassen-Taste im Sturz auch eine Kante greifen. Und das geht hier scheinbar nicht. Vielleicht habe ich das auch nur noch nicht gelernt und das kommt später. Ich bin mir da nicht so sicher, aber aktuell konnte ich das nicht. So, 1000 Meter ist Damaskus, glaube ich, entfernt. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir nach Damaskus mussten. Ich glaube eigentlich schon. So, was wir jetzt eigentlich normalerweise machen sollten, wäre jetzt den nächsten Aussichtspunkt suchen, damit die Karte besser aufgedeckt wird. Gut, ich meine, wir sehen hier, gut, wir wissen, wir müssen gleich nach links. Das würde dieses Symbol sowieso anzeigen. Aber zumindest den und den Aussichtspunkt sollten wir uns eigentlich noch angucken. Zwischendurch, oh, guck mal. Da sind Leute, die uns verdächtigen, irgendwer zu sein. Und deshalb würde ich da einfach mal, habe ich denn eigentlich meine versteckte Klinge? Ja, ich habe meine versteckte Klinge. Wir können einen natürlich sofort angreifen und töten. Glaube ich. Und den anderen müssen wir dann im Kampf bekämpfen. Aber solange wie wir hier mit gefalteten Händen laufen, sollte uns eigentlich nichts passieren können. So, wir haben den markiert, können hinter ihn laufen. Und jetzt muss ich aber aufhören zu beten. Okay, das Spiel hat sich nochmal eingekriegt. Sehr schön. Das ist natürlich... gut, dass sie das nochmal eingekriegt hat, dieses Spiel. Und, nicht, dass es da hängen geblieben ist, wo es eben war. Jetzt habe ich nämlich so ein bisschen Angst um das Spiel hier, dass hier irgendwie noch mehr passieren wird. Ich hoffe ja, dass sich das sehr bald einkriegt und dass das jetzt schon 2 Ausrutscher waren. Und wir hier keine weiteren Probleme bekommen. Ich hasse das. Es ist ja tatsächlich schon ein paar Mal passiert in den vielen Jahren meines YouTube-Kanals, dass ich Sachen angefangen habe und sie nicht zu Ende bringen konnte, weil sie mir so massiv um die Ohren geflogen sind, dass ich kaum etwas tun konnte, um sie weiter zum Laufen zu bringen. Dort ist irgendetwas. Das bewachen die hier. Ich glaube, die sind mega verdächtig. Genau. Die wollen mich hier überhaupt nicht sehen. Aber genau deshalb... Nehmen wir jetzt unser Schwert raus und bekämpfen die nochmal. So. Okay. Angreifen und wenn mein Schwert trifft, soll ich ihn ja nochmal... Soll ich ja nochmal drücken. Und das ist dieser Combo-Angriff. Okay, losreißen können wir uns leider noch nicht. Oh, okay. Also da wir unseren Combo-Angriff noch nicht haben, oder besser gesagt unser Konter-Angriff noch nicht haben, müssen wir mehr oder weniger blind drauf prügeln. Ja, man kann nicht mehr in den Kampf reinrennen und die sofort angreifen. Das ist tatsächlich so eine Sache. Das ist nicht so einfach. Oh, da wurde ich geblockt. Was natürlich doof ist. Wir können natürlich jederzeit auch einfach wegrennen. Oh, schon wieder. Hey, das gibt's ja gar nicht. Ah, okay. Oh Gott. Okay, dann rennen wir jetzt weg. Ja, doch, ich entkomme euch. Wir rennen jetzt weg. Ihr seht, wir haben wenig Energie. Und unsere Energie wird von alleine wieder aufgefüllt. Das ist so dieses Folge dem Credo der Assassinen. Ne? Wir können einfach dem Credo der Assassinen folgen, was bedeutet, wir lassen uns nichts zustanden kommen und dann bekommen wir wieder volle Energie. Beziehungsweise volle Synchronität. So, jetzt muss ich mich aber irgendwo verstecken. Ah, da ist doch ein Turm. Hier muss irgendwo Heu sein. Ansonsten muss ich nämlich gegen die kämpfen. So, Sichtkontakt verloren. Und jetzt kann ich mir ein Versteck suchen. So. Und dann bin ich hier untergetaucht. So. Und der wird natürlich immer noch mega verdächtig sein, wenn er mich wieder sieht. Aber ich kann auch einfach hier bleiben und warten, bis er abhaut. So.
Oder ich schleiche mich von hinten an und töte ihn. Ist ganz alleine. So, saubere Sache. Okay, ich bin aber immer noch... Oh! Ich werde immer noch verdächtigt. Ist natürlich nicht gut. So, erstmal hinter ihn. Es ist ziemlich simpel noch. Und... Ja, guck mal, er hatte gerade sein Schwert gezogen. Ich werde immer noch verdächtigt. Irgendwer sieht mich. Irgendwo ist er... Oh! Das ist dieses Schöne aus dem ersten Assassin's Creed, was man so... Was so albern ist eigentlich. Ich komme alle zu den gleichen Leichen und werden alle auf die gleiche Art und Weise zerstört. Okay, wunderbar. Dann wollen wir mal hoffen. Wir haben ja jetzt unten, ich bilde mir das so ein, den Heuhaufen resettet, weil ich nochmal reingegangen bin und habe dem Spiel praktisch in Erinnerung gerufen, hey, pass auf, da kann man reingehen. Ne? Wie wäre es, wenn du mich da reinspringen lässt, ohne dass ich sterbe? So, das probieren wir jetzt mal nochmal. Wir sollten jetzt auch einfach mal kurz warten. Guck mal, da steht ja jetzt Speichern. 2 von 12 Aussichtspunkte. Es wurde gespeichert. Es durfte jetzt eigentlich nichts weiter passieren. Okay. Wunderbar. Alter, da hatte ich jetzt, da ist mir eben echt wieder heiß geworden, ob das funktioniert oder nicht. Weil ich habe das auch an der Animation gesehen. Das passte überhaupt nicht, dass er stirbt, wenn er da reinspringt. Es passte halt vorne und hinten nicht. So, unser Problem ist jetzt natürlich, ich musste meinen... Oh, tötet ihn! Ja, tötet ihn ist immer schlecht. Oh. Tötet ihn ist schlecht. Ich will nicht, dass die sowas sagen, weil dann bin ich immer entdeckt. Ich meine, ich habe meinen Combo-Angriff noch nicht, weil ich muss mal einen stärkeren Angriff machen. So. Einfach mal einen stärkeren Angriff, um den Block zu durchbrechen. Ich hatte versucht, diesen Combo-Angriff zu machen, aber aus irgendeinem Grund funktioniert er nicht so richtig. Also, dass man... Oh! Also, dass man nochmal... Mann, Gott, die Kamera. Dass man jedenfalls nochmal zuschlagen soll, wenn man den Gegner gerade trifft. Aber das funktionierte irgendwie nicht. Da hinten sind Gefangene, da könnte ich mich jetzt durchkämpfen. Wie komme ich denn hier weiter runter? Ich glaube aber, ohne meine richtigen Kombos bin ich da gerade nicht in so einer guten Position, um da wirklich einen Unterschied machen zu können für die Gefangenen. Ich glaube, ich werde dann irgendwie 2, 3 besiegen können und dann muss ich wegrennen. Und das ist eigentlich nicht sonderlich geil. Das ist ja immer so eine Sache, will ich denen wirklich Hoffnung machen und sagen, guckt mal, ich bin da, ich töte eure Peiniger und rette euch und dann töte ich die Hälfte und dann renne ich weg. Dann wäre es mir lieber, wenn sie gar nicht wissen, dass ich existiere. Das ist so, dass ich es, so nach dem Motto, dass ich es nie probiert habe. Übrigens, wenn wir weit genug von den Soldaten weg sind, dann wechseln wir automatisch zu untergetaucht. Das heißt, man muss sich nicht zwingend verstecken, aber ich kann so weit weg sein, dass ich nicht mehr gesucht werde. Das ist die Ausnahme und das passiert meistens nur, wenn man hier draußen ist, weil man in der Stadt einfach nicht genug Abstand gewinnen kann. Aber hier kann es durchaus passieren. Seht ihr jetzt? Ich war so weit weg, dass es keine Chance mehr gab, dass die irgendwie mich finden konnten. Und auch im ersten Teil gibt es verdammte Collectibles. Und zwar auch sehr, sehr viele. König Richard Flagge gesammelt. Eine von 100 im Königreich. Das heißt, es war nur eine König Richard Flagge und von denen gibt es eine, von denen gibt es 100 nur im Königreich. So, untertauchen können wir auch auf dem Pferd. So, dann werden wir mal ungesehen hier langlaufen. Und es könnte sogar klappen, dass wir die beide erwischt bekommen, ohne dass sie uns sehen. Ich greife die jetzt, wie gesagt, nur an, weil die rot sind. Wenn die gelb sind, würde ich sie überhaupt nicht angreifen. Gäbe keinen Grund dafür. Er ist wieder so ein bisschen gehüpft. Tötet ihn! Meine Güte. Dieser blöde Kombo-Angriff. Ich mache das irgendwie immer zu früh. Ich drücke immer zu früh. Man muss genau dann drücken, wenn gerade die Klinge auf den Gegner eintrifft. Einschlägt, wie auch immer. Und ich mache das irgendwie immer zu früh. Naja, schön, komm. Komm, wir kämpfen.
Meine Güte, jetzt wartet doch mal. Da! Das war ein guter Kombo-Angriff. Guck mal, er rennt weg. Guck mal, er hat Angst. Sowas gibt es auch, dass sie wegrennen. Ah Gott, ich muss hier... So. Mit der versteckten Klinge kann man ihn fangen. Aber wenn man die mit dem Schwert jagt, dann bleibt er immer stehen, wenn man ihn angreifen will. Davon hat man nicht viel. Demher, wenn wir normal laufen, werden wir auch nicht entdeckt. Was guckt denn der den Stein an? Das wäre cool, wenn der jetzt eine Pinkel-Animation hätte. Wisst ihr, wie ich meine? Also einfach nur, damit er da nicht auf den Stein guckt, sondern dass er gerade wirklich irgendetwas tut. Fände ich cool. Das muss ja nur eine Kleinigkeit sein, ne? Hätte ja nur die Hände vor sich halten müssen. Da muss man nicht groß was animieren. Das wäre ganz einfach gewesen. So, hier wieder. Wir können an denen vorbeilaufen. Ganz normal. Es gibt nicht wirklich einen Grund, sie zu töten, außer man hat irgendwie vor, irgendetwas zu tun, was Aufsehen erregen würde. Also, wir bekommen keine Erfahrung oder kein Loot von denen oder irgendetwas. Wir bekommen tatsächlich, wenn man ehrlich ist, gar nichts von diesen Gegnern. Von daher, man tötet die nicht, um irgendetwas zu bekommen, sondern man tötet sie wirklich nur, um sich einen Vorteil zu verschaffen für das, was man in Zukunft vorhat. Das ist so ein bisschen, ist eine andere Herangehensweise, als man das heute kennt. Normalerweise würde man sagen, ja, die lassen dann Geld fallen. Oder der hat vielleicht eine Waffe dabei, die ich haben will. Oder im einfachsten Fall bekomme ich Erfahrung. All diese Sachen gibt es in Assassin's Creed nicht. Es gibt weder Geld, noch Erfahrung, noch irgendwelche Ausrüstung, die man kaufen oder finden könnte. Und ich finde das tatsächlich irgendwie erfrischend. Und ich finde es fast schade, dass Spiele das heute nicht machen. Ich muss meinen Charakter nicht unbedingt aufrüsten können. Versteht ihr, wie ich meine? Es ist nicht unbedingt nötig, wenn das Gameplay befriedigend ist, dass ich eine neue Waffe finde oder irgendeinen Händler oder so. Nicht jedes Spiel braucht einen Händler. Also ich finde es gar nicht so verkehrt, weil am Ende des Tages sind doch alle Spieler immer mit dem gleichen Zeug ausgerüstet, weil es eine Ausrüstung gibt, die beste ist. So, und dann ist es doch langweilig, oder? Wenn es diese Individualität nicht gibt. Oh, mein Pferd kommt zu mir. Cool, das hatte ich vergessen. Wenn es keine Individualität gibt, wozu denn überhaupt die Möglichkeit offen lassen, Dinge zu kaufen? Weil ich habe ja einfach nichts davon. So, einen werden wir so töten. Wir können die nicht von vorne töten, dann blocken sie uns ab, so wie Robert de Sable. Aber wir können uns zumindest einen besorgen, einen schnappen. Und dann haben wir im Kampf schon mal einen Gegner weniger. Das ist schon mal gut. Oh, das hat sogar funktioniert hier. Gleich wieder ins Beten reingehen, das hätte ich nicht gedacht. Okay, das fände ich jetzt lustig. Das fand ich jetzt lustig, dass ich erst mit dem Beten davongekommen bin und dann haben sie mich gesehen und dachten, Moment, was denn hier los? Übrigens, dieses Abblocken, das ist für mich nur eine Taste. Solange wie ich nicht in einem Angriff drin bin, kann Alter ihr automatisch jeden Angriff blocken, der von irgendwo kommt. Auch wenn er von hinten ist, das ist egal. Er dreht sich da automatisch hin. Das heißt, ich habe hier nur eine Taste gedrückt. Ich halte nur eine Taste gedrückt, um zu blocken. Und eine weitere Taste drücke ich für jeden Angriff. Also das ist sehr viel weniger Interaktion, als ihr vielleicht gedacht hättet. Guck mal, die leben ja sogar noch. Hm. Na schön. Okay, Pferd, du bist ja ein Assassinenpferd. Du bleibst ganz... Alter. Okay, die haben da irgendeine Ansprache. Haltet ihn! Beritten kämpfen. Kann man auch machen. Finde ich aber immer ein bisschen doof irgendwie. Ich weiß nicht. Mag ich nicht so. Weil da hat man irgendwie noch weniger Kontrolle und man soll ja schnell sein und vorwärts laufen und so. Aber wenn ich einen Gegner habe, der buchstäblich da steht, dann muss ich den immer wieder so umkreisen. Dann komme ich mir so vor, als ob ich derjenige bin, der gekitet wird. Und da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Alter, ihr packt mal jetzt dein Schwert wieder weg. Ja, Mann! Du rennst mit gezücktem Schwert im Jagdgalopp durch die Welt. Was denkst du denn, was passiert? Ich weiß nicht, wie ich mein Schwert wegstecke. Einmal gezogen, für immer draußen. Ja gut, egal. Wir sind gleich in Damaskus angekommen, wenn ich mich richtig erinnere und es wirklich Damaskus ist.
Und dann können wir uns hier in Ruhe umgucken. Weil dann ist unser Fahndungslevel wieder völlig verschwunden. Ist wie wenn man in GTA in ein Haus betritt oder so. Plötzlich hat die Polizei vergessen, dass es dich gibt. Obwohl hier ist es weniger Polizei als Unterdrückerwächter. Ach, keine Ahnung. Da, die erste große Stadt. Was, dann bekomme ich gar keinen cinematischen Look über die flimmernden Kanten dieser Stadt? Scheinbar nicht. Na schön. Da sind auch wieder zwei Wächter, schon mit der Hand an dem Schwert dran. Ich meine, klar, die wissen, dass es Assassinen gibt. Wer weiß, ob die wirklich auf mich warten. Oder, ob denen das relativ egal ist. Ist es denen relativ egal? Die sind gelb. Von daher lassen wir die einfach mal in Ruhe. Solange wie es kein Warnsignal gibt, gibt es nicht wirklich Grund für mich, sie anzugreifen und zu provozieren. Also der Shot hätte besser sein können, der cinematische, finde ich. Das ist übrigens immer eine Herausforderung, erst einmal in die Stadt reinzukommen. Da müssen wir Bürger retten. Bürger, die sich vor Soldaten retten, werden ihnen im Gegenzug ebenfalls helfen. Der wird da nur rumgeschubst, aber das ist nicht sonderlich nett. So. Und deshalb nehmen wir hier unser Schwert. So. Und greifen an. Das wird dich deinen Kopf kosten. Ja, selbstverständlich wird es das. Es kostet meinen Kopf und deine Niere. Mal gucken, was zuerst rausfällt. Jawohl, sehr schön. Noch sind die Schwertkämpfe tatsächlich nur ein gewisses Button-Mashing. Und manchmal passiert irgendwas Cooles. Aber es ist bisweilen nicht so, wie ich mir das wünsche. Naja, das wird noch, wenn wir unser Combo erlernen. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Okay. Ein Mörder auf freiem Fuß. Und jetzt sofort, ein Mörder auf freiem Fuß. Die hören auf mit ihrem Gespräch und sofort gehen sie über zu generischer NPC Nummer 5. Ein Mörder auf freiem Fuß. Schon hätte vergessen, dass es mich gibt. Jedenfalls, dass wir denen geholfen haben, bedeutet, dass für uns jetzt eine neue Möglichkeit erschienen ist, uns zu verstecken. Die helfen uns auf irgendeine Art und Weise. Und jetzt sind erst die Gelehrten erschienen. Und es ist immer eine Herausforderung, in die Stadt reinzukommen, ohne gesehen zu werden. Und Gelehrte sind eine gute Methode. So. Das passiert jetzt alles vollautomatisch. Ich laufe nicht, ich drücke nichts, gar nichts. Ich bin nur einmal untergetaucht und jetzt bin ich hier in der Mitte der Gelehrten. Und ich sehe zu 100% genauso aus wie alle anderen auch. Ignoriert den Lederriemen mit den Schlitzen für Wurfmesser, ignoriert den roten Gürtel, ignoriert das ewig lange Langschwert, was ich bei mir habe. Alles egal, ne? Ignoriert, dass ich Schuhe habe. Ich gucke runter und bete. Ignoriert alle Anzeichen von Assassine, die ich an mir trage. Ich trage weiß. Auf jeden Fall lassen uns die Wachen so durch. Man könnte buchstäblich nicht einfach reinlaufen oder in ihnen vorbeischleichen. Man müsste sie angreifen und töten. Das wäre die einzige Möglichkeit reinzukommen. Sie schubsen einen buchstäblich weg. Man könnte auch mit dem Pferd reinreiten, glaube ich, aber dann wird man halt auch gesucht. Das hier ist die eleganteste Methode. Und soweit ich mich erinnere, gibt es vor jeder Stadt irgendwo Bürger, die gerettet werden wollen, die uns dann im Umkehrschluss helfen, irgendwie in die Stadt reinzukommen.